Der Polizeinotruf, guten Morgen. Die Einsatzzentrale der Münchner Polizei ist in zwei wichtige Bereiche unterteilt. Der erste: An 10 Arbeitsplätzen werden im Schichtbetrieb 24 Stunden am Tag die Notrufe der Bürger unter der Nummer 110 entgegengenommen. Die Polizeibeamten hier in München sind im Gegensatz zu anderen Städten nicht gleichzeitig dafür zuständig, Einsatzwagen an den Tatort zu schicken. Wir arbeiten in München nach dem Dispatcher-Prinzip, das heißt, wir haben eine getrennte Notrufannahme von der Funkdisponie. Das hat den taktischen Vorteil, dass wir auf der einen Seite uns ganz auf das Gespräch konzentrieren können, die Erkenntnisgewinnung, die Lagestabilisierung im Gespräch, und auf der anderen Seite schon im Bereich der Funkdisponie die Streifen taktisch zum Einsatzort heranzubringen. Es geht auch um Schnelligkeit, denn noch während der Polizist am Notruf weitere Informationen abfragen kann, erhält der zweite wichtige Bereich, die Funkdisponenten, bereits die ersten Schlagworte, beispielsweise Schüsse, OEZ. So können schon die ersten Einsatzwagen an den Tatort geschickt werden, während der Notrufer noch in der Telefonleitung ist. Das Ganze geschieht über Zeus, das zentrale Einsatz- und Unterstützungssystem. Hier sehen die Funker, welche Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Unterteilt in die drei Abschnitte Mitte, West und Ost sind hier von der Reiterstaffel bis zum Motorrad alle verfügbaren Einheiten farblich hinterlegt. Das wären in diesem Fall die weiß unterlegten Felder, bei uns zusätzlich noch mit der Ziffer 1 gekennzeichnet. Die sind momentan einsatzklar und auf der Straße auch verfügbar. Die blauen hinterlegten Streifen sind die Streifen, die einsatzklar aber auf den jeweiligen Dienststellen zu finden sind momentan. Und die grün befindlichen Streifen sind gerade auf dem Weg zum Einsatzort, während die rot nun markierten Streifen am Einsatzort gerade außerhalb sind und für uns nicht als Einsatzmittel, als Funkwagen zur Verfügung stehen. Um in der Einsatzzentrale am Notruf arbeiten zu können, muss ein Polizist mindestens 3 Jahre Streifendienst bereits geleistet und die entsprechende Einsatzerfahrung gesammelt haben. Denn niemand weiß, ob sich hinter dem nächsten Klingeln nur eine einfache Frage, ein drohender Selbstmord oder ein Amoklauf verbirgt. Die Beamten müssen bei jedem Anruf auf das schlimmste Szenario vorbereitet sein. Da bedarf es des ganzen Geschicks des Notrufsbeamten, die Lage zu stabilisieren, dem Anrufer die Erreichbarkeit der Polizei, das Verständnis der Polizei und das professionelle Vorgehen zu signalisieren und gleichzeitig aber die Erkenntnisse herauszubekommen, die man braucht, um taktisch vorgehen zu können. Das reicht zum Teil sogar bis zu Reanimationsmaßnahmen über Telefon, dass man den Anrufer anleiten muss, was jetzt konkret zu tun ist. Und das ist die ganze Palette polizeilicher Tätigkeiten, die da über Draht abgewickelt werden. Und das fordert den ganzen Notrufbeamten und das macht es aber auch spannend. Der Polizeinotruf, guten Abend.